Meine Lieben, hier ist Anna-Maria Zimmermann. Ich habe euch viele, viele Fragen beantwortet und bei Schlagerplanet erfahrt ihr jetzt wirklich alles über mich. Liebe Grüße. Ja, was ist für mich das vollkommenische Glück? Einfach dieses, das klingt wieder so, aber einfach so dieses, ich sage immer, ja, mit Geld kann man sich nicht alles kaufen und man muss glücklich sein und gesund sein. Ich bin, also für mich ist das pure Glück, dass ich einfach dieses, mein Job und meine Familie und ich habe eine wahnsinnig tolle Familie, dass ich das alles so teilen darf, dass ich, das ist für mich pures Glück, einfach so die Abwechslung zwischen privat und beruflichen, dass ich im Job wie privat glücklich sein darf, dass ich die tollsten Freundinnen habe, wenn auch nur eine Handvoll, dass ich einen ganz, ganz tollen, kleinen, jungen Mann zu Hause habe, das ist für mich das vollkommene Glück, absolut. Was für Eigenschaften schätze ich? Also ich liebe einfach Menschen, die nehmen können, die aber auch geben können. Also ich brauche so dieses, also ich habe zum Beispiel eine Freundin, also meine beste Freundin, da weiß ich, die wird mir morgen ihr letztes Hemd und ihre letzte Hose bringen, wenn ich sie bräuchte. Ich würde nicht reinpassen, ist das Problem bei ihr. Aber ja, einfach Menschen, die halt auch schätzen, wenn man, ich bin jemand, der wirklich auch viel gibt, so in der Familie, im Freundeskreis, also egal, wir haben Probleme und dies und das. Wenn ich es nicht unter einen Hut kriege, ist egal, dann ziehe ich meine Dinge irgendwie zurück und denke, habe das Gefühl, ich muss mich erst um alle anderen kümmern. So ein bisschen Samaritas immer so, da fühle ich mich so ein bisschen. Und ja, und dann ist es einfach schön, wenn es anerkannt wird und wenn es geschätzt wird, dass halt gerade jemand da ist, der vielleicht auch einfach nur mal zuhört, wenn ja, sich jemand auskotzt, jemand sich ausheult und wenn halt gerade irgendwie alles schwierig und scheiße erscheint. Und das schätze ich an Menschen, wenn sie dir das halt auch zurückgeben und anerkennen, was man eigentlich gerade so, ja, für denjenigen so an Zeit opfert und tut. Mit Matti spielen. Früher hätte ich das Malen gesagt. Vor Matti hätte ich gesagt, das Malen, Joggen, meine Hunde. Meine Hunde sind natürlich da und die sind auch immer noch an Platz 2. Aber ja, das Malen ist momentan, ja, das würde abends ab 20.30 Uhr gehen, wo ich dann aber oft denke, Anna, du bist alt, schon dich, leg den Pinsel weg. Das geht jetzt auch einfach mal aufs Sofa oder in die Badewanne. Ja, wirklich, Matti, es sind echt die kleinen Dinge. Einfach Zeit verbringen mit ihm. Zusammen ausstehen, zusammen frühstücken, einfach da sein. Ja, klingt langweilig, ist aber echt toll. Mein Duett wird leider in meinem Leben nicht mehr stattfinden, weil ich wollte immer ein Duett mit Roger Cicero. Das war mein größter Traum, ein Duett in meinem Leben mit Roger Cicero. Das wird nicht mehr klappen und deshalb habe ich gar keine Lust mehr auf Duette, weil ich wollte dieses Duett, das war mein großer Traum und ja, gerade sind eigentlich keine Duette geplant. Dass ich mir manchmal mit meinem Ehrgeiz und meiner, so dieses, meiner Professionalität im Weg stehen will. Also manchmal wäre es echt cool, so wenn man Kopf ausmacht, über Dinge gar nicht nachdenkt und einfach mal macht. So mein Team sagt ganz oft, Anna, kannst du jetzt einfach mal deine Birne abschalten und kannst du es einfach mal machen. Also bevor ich den Song überhaupt eingesungen habe, habe ich da jetzt schon 300 Mal drüber diskutiert, ob der denn richtig und was denkst du denn und glaubst du, dass die Leute und wo alle mal sagen, sing ihn doch jetzt einfach mal. Ja, okay, habt ihr auch recht. Also ich habe bei Himmelblaue Augen so viel diskutiert. Wir haben diskutiert. Also mein Produzent, der muss auch gedacht haben, die hatten Dachschaden. Aber ich habe so viel diskutiert und nein, das bin ich nicht. Und was meint ihr alles? Und ihr habt ein falsches Bild von mir. Und dann hat er mal gesagt, sing ihn doch mal. Ja, und ich habe da so gesungen und er guckte mich an, ist gut, ne? Ah, shit, ihr habt recht. So. Ja, und das ist manchmal das, wo ich echt denke, oh Anna, wirf es einfach mal ab, schüttel ab und genieß auch diese Momente, also weil es gibt so viele tolle Auftritte, wo man da steht und im Nachhinein sitze ich im Auto und denke, boah, das war jetzt echt krass, ne? Aber manchmal kann man das gar nicht so genießen, weil man so auch diesen Druck auf der Bühne hat, die Leute müssen jetzt eskalieren, die Leute müssen alle mitmachen und die Hände und so und einfach mal, ja, einfach mal genießen, so, das ist dieses, was ich immer nicht so kann. In welcher Zeit hättest du gerne gelebt? Ganz ehrlich, ich lebe gerne im Hier und Jetzt. Wenn da meine Mutter wieder anfängt mit, ja, aber damals und früher und da war alles anders und heutzutage und Kinder und was wird das noch und wir werden es nicht mehr erleben, aber ihr, wo ich immer so denke, oh, damals habt ihr dann auch gesagt, ja, damals irgendwie. Wahrscheinlich habe
meine Oma damals schon zu meiner Mutter gesagt, ja, also damals, Kinder, da war alles ganz anders. Ja, ich bin glücklich, im Hier und Jetzt zu sein. Ich glaube, ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich habe die perfekten Menschen um mich und ja, hier und jetzt alles cool. Der Missgunst, die Nadelspitzen und schon auch so dieses Gestichele, was es gibt und beruflich, was verabscheue ich da? Ja, einfach auch so Menschen, die dir einfach Dinge nicht gönnen. Ja, wenn man jetzt auch zum Beispiel, wir fahren dann halt auch mal 4 Wochen im Urlaub, 4 Wochen im Jahr in den Urlaub, aber ich sage auch immer, ich bin auch 11 Monate voll am Start und muss voll durchkämpfen und ja, da mag ich halt nicht so dieses Getuschle und ach, die können es ja und wir nicht, wo ich immer sage, Leute, ich bin 11 Monate irgendwie für alle da und mache und tue und ja, das sind so Dinge, die mag ich nicht. Ja, schon so dieses Kopf nach oben, Blick nach vorn, sage ich immer. Es gibt viele Menschen, die in Erinnerung schweigen und damals und warum ist das passiert und wieso, weshalb, warum. Und ich sage mal, Freunde, es bringt uns alle nicht weiter. Da ist der Weg, nicht da ist der Weg. Der Weg war, der Weg ist und schaut nach vorne, Brust raus und jetzt reißt euch mal ein bisschen zusammen und jetzt gebt mal ein bisschen Vollgas.